Großer Geburtstagsbahnhof am 8. Mai 2009 auf dem Vorplatz zur Polizeiinspektion Feistritztrau im Bezirk Villachland. Die örtliche Polizeiinspektion lud zu einer Festveranstaltung anlässlich der 90. Wiederkehr der Gründung der Dienststelle. Der Kommandant Helmut Armenitsch hatte mit seinem gesamten Team hervorragende Rahmenbedingungen für dieses Jubiläumsfest geschaffen. Auch die Dienstbehörde LBK und die Gesellschaft der Gendarmerie und Polizeifreunde stellten sich unterstützend in den Dienst der jubilierenden Sache. Vor Beginn der Feierstunde konzertierte die Polizeimusik Kärnten. Die Begrüßung der Ehren- und Festgäste führte Kommandant Armenitsch aus, wobei er gleich vorweg den Dank an seine gesamte Mannschaft übermittelte. Armenitsch übergab dann das Mikrofon an den Villacher Kriminaldienstreferenten Chefinspektor Ernst Fojan, der dann in einer absolut populär gehaltenen und für jedermann nachvollziehbaren Weise einen umfassenden und breit gestreuten historischen Streifzug durch die Geschichte der Dienststelle vortrug. Nach Fojans Geschichtsrückblick folgten Grußworte der politischen Vertreter. Den Beginn machte der Bürgermeister der Marktgemeinde Batagnon, Alfons Arnold. Danach überbrachte der dritte Landtagspräsident, Diplom-Ingenieur Johann Gallo, die Grüße des Landeshauptmannes von Kärnten. Mit Landeshauptmann-Stellvertreter Ingenieur Reinhard Rohr schloss sich der Kreis der politischen Gratulanten, die alle unisono die großen Leistungen und die ausgezeichnete Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen der jubilierenden Polizeiinspektion und der Bevölkerung hervorstrichen. Den Schlusspunkt setzte dann der amtierende Landespolizeikommandant Generalmajor Wolfgang Rauchecker, der in seiner Rede auch auf die Bedeutung solcher Veranstaltungen einging. Er betonte, dass es sehr wichtig sei, vorwärtsorientiert in die Zukunft zu gehen, aber ebenso bedeutend sei für den Erfolg auch die Bedachtnahme auf seine Geschichte und seine Herkunft. Höhepunkt des Festes war dann aber die feierliche Enthüllung eines Gedenksteines am Vorplatz der Inspektion. Diese Skulptur, die vom Kollegen Hubert Steiner, der PI, selbst aus einem Granit gemeißelt wurde, stellt das ehemalige Korpssymbol der Gendarmerie in Form einer flammenden Granate dar. Mit einem ökumenischen Segen endete dann diese gelungene Veranstaltung.